So, da kommen wir noch mal zu einem Unboxing heute am 10. April 2018 um 16:45 Uhr. In diesem Falle wird dieses Unboxing aufgezeichnet mit meinem neuen Handy, dem Huawei P20, also das mittelklassige Stück. Darüber gibt es noch das P20 Pro und darunter noch das P20 Lite. Und ich habe das Mittelstück P20 nur. Nur das zur Erinnerung. Ja, ein Paket. Was habe ich bestellt? Auf eBay habe ich wieder was bestellt. Und ja, muss jetzt einmal hier unten natürlich. Dennoch. Mittig. So. Dann sehen wir erstmal, der Karton ist erstmal schwarz. So. Dann haben wir eine Lieferrechnung. Hier steht es auch: PS4-Spiel, Life is Strange, Limited Edition, Soundtrack, CD und Art Book. Einmal eine Verpackung und Versand, insgesamt 42 Euro. Rabatt oder weitere Kosten sind keine entstanden. Der schmeißt rein und macht einmal so. Dann haben wir unser Paket mit einem Kleber fixiert. Das heißt, hier muss ich auch noch mal durchgehen. So, da haben wir Life is Strange, unsere Limited Edition. Ja, ich habe es nicht im Shop gekauft. Okay, im Shop wäre es bei 34,99, also 35 Euro, aber da ist es derzeit ausverkauft. So habe ich das auf eBay gesucht und auf eBay waren 42 Euro das günstigste. Andere Gebote lagen bei 64 Euro hoch bis über 1200 Euro. Stand von der Bestellung letzte Woche Samstag. Nee, Freitag habe ich bestellt. Genau, vom Stand letzte Woche Freitag. Wie gesagt, war der niedrigste Preis bei eBay 42 Euro. Das teuerste bei 1200 Euro. Direkt über dem Shop bei 34,99. Aber da ist er momentan ausverkauft. So. Ach, dann haben wir hier Soundtrack und 32-seitiges Artbook und natürlich dann das Game. Machen es einmal auf, dann haben wir hier oben diese Verpackung. Dann haben wir das Artbook. Da der Soundtrack, da die Verpackung und da das Spiel. So, und das Spiel, das ist jetzt noch ein Code, um sich zu registrieren auf Square Enix. Da habt ihr die 261 am Ende. Wie gesagt, das hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Das Spiel ist, wie ihr hier sehen könnt, komplett auf der Disk. Die sieht auch noch relativ
schön aus, also nicht zerkratzt oder gar nichts. Dann haben wir, wie gesagt, hier den Soundtrack mit 22 Liedern. Nebenbei, dieses Video wird auf dem vom Handy in 4K aufgezeichnet. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das 1:1 in 4K hochlade oder ob ich das noch abwandle. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch mal einen Test in 4K und einmal ohne. Also, dass ich das in 1080 runterwandle. Muss ich gucken. Aber wie gesagt, erstmal in 4K aufgezeichnet worden ist dieses Video. So. Dann haben wir hier auch nochmal. Hätte man hier noch denn so einen Text noch da drin, die zeige ich aber jetzt nicht. Hier ist, wie gesagt, das Soundtrack. Sieht auch noch schick aus. Also schick in Form, keine Kratzer. Die Verpackung ist an sich dann leer. Dann haben wir hier, wie gesagt, das 32-seitige Artbook. Und somit habe ich eigentlich praktisch, ich muss einmal kurz zusammenpacken, dann melde ich mich wieder. So, hab, wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt praktisch, was heißt eigentlich, ich habe sie sozusagen zweimal, einmal so erste Season, einmal zweite Season und sozusagen, nee, einmal wie gesagt die Disc-Version und von jedem beiden auch nochmal die Download-Version. Das heißt, ich habe jetzt jedes Spiel zweimal und beide Spiele. Sozusagen, das heißt, ich habe jetzt die Serie, wie gesagt, in zwei Vorausführungen, einmal in der Limited Edition und einmal als Download-Version. Das habe ich aber auch in dem Video hier gesagt zu Life is Strange Before a Storm. So, ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie gesagt, fürs Zugucken bei dem Unboxing zu Life is Strange, der PS4-Version der Limited Edition. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem weiteren Unboxing hier auf meinem Zweitkanal hier wieder zurück.